herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar kommen wir zur dritten Folge des Foodie Dream Team Cups. Und zwar Leute, nachdem wir in der zweiten Folge jetzt auch stolze 470k waren es, glaube ich, oder irre ich mich? Ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall waren es nicht so viele wie letzte Folge, in der ersten Folge, und auf jeden Fall heute geht's in die dritte Folge und jetzt zeige ich euch erstmal, wen ihr so gewählt habt. So war das vorher und ihr habt euch für folgende Leute entschieden. Und zwar habt ihr euch für True Armini entschieden und ich sag euch ganz ehrlich, ich bin auch relativ zufrieden damit, weil er sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ich wollte ihn sowieso mal testen. Ich hätte ihn zwar in Rot nehmen können, aber da war es ja mit Theo Hernandez, also von daher bin ich sehr zufrieden damit. Und ja, das ist jetzt das Team. Und dann gehen wir eben gar nicht lange rum, wir gehen rein ins Spiel. Hier nochmal ein kleiner Step-Proof, die letzten Spiele waren die Silberlaunch-Spiele. Das heißt, wir haben wieder nach dem Spiel zwei klassische Spiele da stehen. Und ja, sonst alles dasselbe. Wir gehen rein ins Spiel und hauen uns Coins, würde ich mal sagen. Wir haben unseren ersten Gegner gefunden, was endlich mal Zeit wurde, Digga. Ich dachte schon, wir finden hier gar keinen. Unser erster Gegner sieht... Ja, wir haben Glück. Wir haben relativ viel Glück. Wieder mal in der dritten Folge. Und ich hoffe, wir werden wieder ordentlich Coins sammeln. Ich hoffe einfach wirklich Minimum in dem Spiel vielleicht über 200k zu kommen. Definitiv. Das möchte ich auf jeden Fall erreichen. Sag ich mal so, wenn er nach den ersten 15 Minuten schon quittet, dann haben wir 15k. Nein, wir bereiten es einfach. Wir haben nichts gesehen. Sulemana! Ja, wir sind wieder aus dem Minus. Ole! Minus raus. Oh, ich schwöre, ich habe das Gefühl, es wird packen. Das ist ja nicht so, dass ich Müller schicken wollte. Wird's 40k, let's go. Come on. Weiter geht's. Das sind 70k, let's go. Wer war natürlich 70? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Es ist sogar Marco Richter, wahrscheinlich. Marco Richter trifft in der Folge, sympathisch. Thomas Müller, 100k, da sind wir doch. Oh, das, jetzt geht's ab. Jetzt können wir ordentlich mal was abgeben. Wenn er quitten sollte, dann wären es 150k drauf. Okay. Ein Kunku, 160. Ups, vertippt. 160k. So, jetzt läuft's wie nach Plan. Und Kunku trifft im direkt im ersten Spiel, Mensch. Alter, was geht denn jetzt ab? Müller, 30k wären es nicht. Schade. Müller. Was? Ey, was passiert hier heute? Jetzt im Kunku. Jetzt ist er drin. 220. Nice. Und Kuku, mach ihn und du hast einen Dreierpack oben drauf. Es ist krass. Ein Dreierpack gibt auch nochmal 40k drauf. Das heißt plus 100k. Ja, das kannst du auch keinem erzählen. 60k Startspieler plus 40k Dreierpack machen 100k zusammen. Wir sind bei 320k. Knacken wir unseren Rekord? Knacken wir ihn? Amavi. Sulemana. Thomas Müller. Und jetzt einfach mal schießen. Thomas Müller nochmal 30k oben drauf. Das machen 350k. Das ist gut. Gut, das ist ein gutes erstes Spiel. Das ist ein gutes erstes Spiel. Montag über 8-1. Das finde ich sehr gut. Ja, das Spiel ist beendet. Wir haben jetzt, da wir dann nochmal gewonnen haben, nochmal 50k oben drauf. Das heißt, wir haben 400k aus Spiel Nummer 1. Und damit kann man sehr, sehr zufrieden sein. Und ich sag mal so, hoffentlich, wir haben nur noch ein Spiel. Und da können wir nochmal natürlich hoffen, noch mehr Coins bekommen, was ich auch hoffe, denn
Wir wollen auf jeden Fall dick upgraden, aber sag mal so, selbst 400k ist für den Markt Reichtum, sag ich ganz ehrlich. So Jungs, zweiter Gegner ist wo jetzt drin und ich hoffe, vielleicht eventuell upgraden auf, nicht upgraden, sondern vielleicht nochmal verdoppelten mit 800k würde ich sehen. Ich muss meinen Gegner nur noch auf bereit drücken, ich hoffe, dass man langsam mal tut, weil 23 Sekunden hat er noch. Und würde ich mal sagen, wenn er reingeht, sehen wir uns in der ersten. Wir sehen uns in der ersten Szene. Obwohl nicht in der ersten Szene, wir sehen uns das Team an. Erstmal das Team angesehen. Und sagt man so, das könnte eventuell noch ein bisschen ekliger werden, aber an sich hat er auch nicht so krasse Karten an sich. Aber naja, wir wollen eigentlich aber gar nicht rumgehen, wir gehen rein. Erste Szene, ihr wisst Bescheid. Oh, top, stark. Ich sehe hier uns richtig baden. Ich sehe uns hier baden, ja. Ach, Digga. Ach, was ist das denn, Digga? Ehrlich. Mein Gott, Milner, Junge. Ein Milner. Digga, drauf. Ach, hör darauf, Digga. Jetzt mal for real, Mann. Was soll die Scheiße? Von mir, was gibt's da minus 10k für den Schacht, Digga? Ach, komm. Ach, komm, hör darauf, ehrlich. Ach, ja, komm, Pimpong. Geh noch zu Burger King, Junge. Und bestell dir da auch noch was, ehrlich. Jetzt mal for real. Was ist denn da für eine Scheiße jetzt hier? Digga. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich. Elfmeter, Dankeschön! Und den werde ich auch noch verschießen. Meine Fresse, ein Kunku 60k, komm, nimm ihn mit. Ja, er trifft! Ah, Dreier. Nee, hat er einen Dreierpack? $540k, Alter. Plus Sieg nochmal 100. Niederlage, Quatsch, ist minus 10. Haben wir verloren. Jetzt müssen wir noch ganz kurz schauen, ob Dings einen Dreierpack gemacht hat. Ein Gunko. Tore im Kunku hat sogar 4 Tore gemacht, tatsächlich. Er hat sogar alle Tore gemacht. Somit auch noch mal einen Dreierpack. Ein Dreierpack waren 50k. Somit haben wir 580k erspielt. Sagen wir mal so, am Ende bin ich zwar noch zufrieden, dass wir 580k erspielt haben, aber ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, diese Connection auch wieder teilweise, die Chancen, die wir nicht genutzt haben, der Typ konnte einfach alles machen. Also ich stehe fest, das geht wieder in die Defensive, was wir verbessern werden. Also definitiv die Innenverteidiger oder Torwart, je nachdem. Ich werde sie jetzt raussuchen und dann zeige ich es euch. Bis gleich. So Jungs, auf jeden Fall, jetzt haben wir unsere Auswahl und zwar habe ich mich entschieden. Und zwar für die Verteidigung haben wir Sergio Ramos, OTW. Und dann haben wir nochmal für den Tor nochmal Kevin Trapp nochmal versucht. Falls ihr noch nicht Ramos ziehen könnt, auch mal Kimpembe nehmen, wäre auch eine Option. Oder Collins als Innenverteidiger wäre auch sehr nice. Und als Torhüter habe ich noch Manuel Neuer dazugesetzt. Also nehme ich nimmer, sag ich mal ganz einfach, nehmt ihr Ramos, kommt Trapp oder Neuer rein, nehmt die Kimpembe, ebenfalls dasselbe, oder kommt, nehmt die Collins, dann wird es entweder Trapp oder Neuer, je nachdem.
Auf jeden Fall könnt ihr unten gerne einen Strawberry-Link unten abschenken und abstimmen, für welchen Spieler ihr seid. Und dann würde ich mal sagen, war's das auf jeden Fall, diese Picks. Aber Leute, wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich gerne eine positive Bewertung freuen. Und ja, wenn ihr das gerade seht, müsste ich gerade auf live auf Twitch sein mit der Weekend-Quali, mit der Crew. Und auf jeden Fall könnt ihr gerne auch unten den Link in der Videobeschreibung auf Twitch abschenken und gerne vorbeischauen. Und dann will ich gar nicht mehr so lange reden. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Bis dann, euer Ossi. Ciao, ciao.